Willkommen zurück. Willkommen bei Ancestors The Humankind Odyssey. Es geht weiter. Wir werden... Ich überlege, wir müssen mal so ein bisschen noch Zeug erkunden. Insbesondere, glaube ich, das auf den Bäumen. Das Ding ist... Da haben wir eine Faser. Ah ja, jetzt entdeckt man doch so einiges hier. Da sind auch Fasern. Was haben wir da? Oh ja. Also die haben wir reichlich. Die Punkte allerdings will ich mir jetzt mal einprägen. Das sind vielleicht neue Umgebungen oder sowas. Vielleicht finden wir da auch einen neuen Unterschlupf über kurz über lang. Ah, hier ist noch, also von diesen Fasern gibt es mehr als genug. Das heißt also, wenn wir da mal irgendwann wieder eine Blutung haben, wissen wir jetzt Bescheid. Also ich versuche mal, auf diesen Punkt zu kommen, ne? Wird gar nicht so einfach. Er sprintet nicht. Oder? Ja, ich glaube, das ist Sprinten. Oh, das war optimistisch. Schwingen, schwingen, loslassen, halten. Okay. Oh! Ja, war beabsichtigt. Ja, dann laufen wir halt. Ich glaube, laufen ist irgendwie besser für mich noch. Aber ich werde besser beim Klettern. Ein bisschen. Irgendwo ist hier wieder was. B hören. Da ist was. Ach, da ist Schweinchen. Jetzt mit dem spitzen Stock. Meinst du, wir können zum Angriff vom... halte A, bewege in die Richtung. Ja. Ausgewichen bin ich ja, aber wie kann ich ihm denn eventuell mit dem spitzen Stock... Diesmal hat er übrigens seine Waffe behalten. Finde ich ja löblich. Aber jetzt, wo wir mit dem spitzen Stock haben, müsste es doch irgendwie gehen, dass wir den jagen, oder? Was denn? Nimm den wieder. Mist, der hat uns umgehauen. Aber ich hätte was drücken können mit A. Ich glaube, das wäre der Angriff gewesen. Boah, ich weiß echt nicht, ob ich es will, weil mit dem Fleisch, können wir mit Fleisch schon irgendwas anfangen? Kann diese frühe Form bereits Fleisch... Oh, scheiße. Ich habe A gedrückt. Ich weiß noch nicht, was es... Wo ist denn das Vieh? Ja. Mist. Da ist das Vieh. Ich habe es gesehen, aber irgendwie mit meinem Stock konnte ich nichts machen. Und vor allem, ich habe A gedrückt. Das stand da unten. Drücke A. Und ich habe das gemacht. Mann. Bin ich schon wieder vergiftet. Kack da. So, jetzt lass mal gucken hier. Muss mal ein bisschen trinken. Raus damit. Scheiße. Diese Mamba, ne? Kaum hat er mal ein Stöckchen in der Hand, glaubt er, wäre hier der King Louis vom Dschungel. Muss man sich dran gewöhnen, dass man das nicht ist. Aber ich raff's noch nicht. Da stand dann immer, drücke A auf dem Bildschirm. Da unten war ja dieser Button. Und ich hab gedrückt. Hätte ich gedrückt halten müssen.
Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich gedrückt halten müssen. So, genug gesoffen. Wird es auch noch kalt. Pass auf, dann holen wir uns was gegen die Kälte. Ein bisschen Schutz haben wir ja noch, aber der geht jetzt halt runter. Und einen Ast brauchen wir auch wieder. So. Supi. So, und jetzt schau mal, wo du so einen trockenen Baum hast, dass wir uns wieder ein Stöckchen holen können, damit wir wieder der King sind. Da haben wir doch ein Bäumchen. Frage ist ja nur, sollten wir jetzt nicht lieber zurück wieder? Es ist schon wieder dunkel, weißt du? Bist du mal irgendwo bist, wo du denkst, hey, hier kannst du was erkunden? Die Tage vergehen echt rasend. Da sind wir zu Hause. Ja, forsch hier weiter alles. Was ist das denn? Ah, da oben ist der Tote. Das ist der, dem wir hätten helfen sollen. Der ist jetzt mittlerweile tot, scheint's. Der hängt da jetzt im Baum. Fantastisch. Mhm. Also davon gibt es mehr als genug. Okay. Sauber da. Versteck. Okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Tja, und zu dem sind wir nie gekommen, zu diesem da hinten. Ich muss diese blöde Mamba besiegen quasi. Vorher wird das echt schwierig. Vor allen Dingen hatte ich eigentlich gedacht, dass das Wildschwein die Mamba da über den Haufen gerannt hat in dieser einen Folge. Allerdings, ja gut, wird wahrscheinlich nicht nur eine hier rumschleichen. Also wir profen mal. Und dann machen wir am anderen Morgen echt nicht viel mehr als ein bisschen trinken und uns wieder stärken und dann gleich losziehen. Sodass wir hoffentlich dann im Laufe eines Tages dann da auch ankommen. Na komm. Ja. Das Klettern. Das ist speziell. Ein bisschen knapp. So. Haben wir es geschafft. Sind wir wieder zu Hause. Trinken wir nochmal einen Schluck, essen kurz was und dann können wir uns hinhauen. Na? Ich hab den Kleinen wieder mit nach Hause gebracht. Keine Angst. Alle Dude. War nur eine Schlange. Nicht so schlimm. Jetzt machen die mir bestimmt wieder alles nach. Oh, guck mal, ich bin sofort voll mit maximaler Energie. Ist ja interessant. Dann müssen wir uns gleich wieder ein Stöckchen machen. Das sollten wir vielleicht noch tun, bevor wir schlafen. Es gibt ja alles neuronale Energie eventuell. So, halt mal fest. Dauert ja nur immer so lange. Ah. Na schon. Oh, scheiße. Nein. Okay, nächster. Oh, verdammt. Hand wechseln. Ergreifen. Hand wechseln. Ändern. Scheiße. Beinahe nochmal zugehauen.
So, gut. Dann können wir das Steinchen wieder aus der Hand lehnen. Zack. So. Und wir hauen uns aufs Ohr. Es ist schon Mitternacht. Oh Gott, so spät geworden. Und die Kleinen sind immer noch auf. Wer passt denn hier auf die Kleinen auf? Expedition Ben. Ja. Sicher. Hinlegen. Evolution. Ja, hier ist immer noch nichts. automatische Erkennung derselben Ressource in der Nähe des Zielobjekts. Möglich, das ist gut. Das spart uns vor allen Dingen. Obwohl, warte mal, lass mal eben, Moment. War das hier nicht? Länger auf zwei Beinen bewegen. Das machen wir jetzt erstmal. Energie! Ja! Das reicht. Gut. Größere Entfernung auf zwei Beinen. Drücke A, um aufrecht zu stehen. Jawohl. Das hätten wir. Dann versuchen wir es jetzt noch hier hin. Ja, das könnte reichen, das könnte reichen, das könnte reichen. Na komm schon. Streng dich ein bisschen an, konzentrier dich. Jawohl. Formerkennung. Okay, also. Das ist schön. Was mache ich hier falsch? Die Nutzung der Sinne. Kann ich denn hier irgendwie durch... mal kurz gucken. So, jetzt kann ich riechen oder hören. Ich drück mal riechen. Und dann? Kann ich dann Fokus machen? Ach! Ach so geht das. Ach so. Aha, da haben wir also noch irgendetwas, was wir noch nicht raus haben da oben. Der Palmen, das könnte Kokosnuss sein, ne? Lass mal gucken. Ist ja interessant. So geht das also mit dem Riechen. Ja, okay, dann verstehe ich vielleicht, warum wir das noch nicht ausgeprägt haben, ne? So, jetzt lass mal. Kann ich hier jetzt ein bisschen andrücken? Und jetzt will ich nur noch mal, ob man aus der nächsten Nähe vielleicht. Wenn ich jetzt X drücke, passiert nichts. Okay. Pass auf, wir nehmen das. Dann gehen wir mal runter. Und inspizieren. Augenscheinlich Kokosnuss, aber das weiß der Affe ja noch nicht. Oh, ein Riesending. Sehr schön. Okay. Stock können wir jetzt erstmal weglegen. Ich würde jetzt vielleicht erstmal versuchen mit einem Stein, oder? Mal verändern, ob man die damit aufkloppen kann. Oh nö. Ach komm. Mit einem Schlag der ganze Kokosnuss zerdeppert. Mit den Affen möchte ich sehen, du. Ach ja, ist ja wohl nicht wahr. Frechheit. Keine Palme. Entschuldigung. Moment. Wo ist die Palme hin? Immer diese. Diese sich schnell bewegenden Palmen, die sind mir unheimlich. Also, nehmen wir nochmal. Scheiß da hier. Scheiß mit dieser Scheiße. Kokosnüsse sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wir haben halt auch Evolution durchgemacht. Früher waren die weicher. So. Halt, warte, ich muss ja noch wechseln, ne? Das? Nein. Greifen. Wechseln. So, verändern. Ja. Seht ihr was? Irgendwie schon, ne? Okay. Aber nicht so, wie ich jetzt dachte. Habe ich da vielleicht nur ein Loch eingemacht, dass man da jetzt trinken kann? Warte mal. Anwechseln. Inspizieren.
geknackte Kokosnuss trinken tatsächlich. Okay. Nährstoffe von Nahrung aufgenommen. Aber habe ich jetzt noch die... Lass mal kurz gucken. Was habe ich jetzt noch in der Hand? Ach so, er hat irgendwie... Aber da liegt noch diese geknackte Kokosnuss. Pass auf, dann lass uns die nochmal nehmen, weil ich habe ja noch das Mark da drin, das Fleisch. Nein. Ja, fast. Nimm diese scheiß Kokosnuss. Okay. Ja? Die will er nicht mehr haben. Die ist aber noch gut. Da ist noch das ganze Mark drin. Da ist noch... Hol mir eine neue. Ich glaube, ich habe sie die ganze Nacht durchgemacht. Ne? Ich sollte gleich auch mal schlafen. Weil wenn wir jetzt... Lass mal ganz kurz wechseln. Kann man? Genau, das abmachen und dann an diese Nuss kommen. Mich wundert aber. Okay, jetzt hat er die Nuss. Mich wundert aber, dass er die nur trinken kann, wenn er das Grün noch dran hat. Ist ja eigentlich unlogisch, aber egal. So, wir inspizieren. Habe ich eigentlich meinen Kleinen dabei? Ja, der ist dabei, okay. Nicht, dass das jetzt hier alles für die Füße ist, ne? So, Kokosnuss. Und jetzt? Jetzt brauche ich wieder Stein. Wechseln. Greifen. Jetzt schauen wir mal. Jetzt müsste die... Ob er die jetzt auch aufmachen kann. Na, geht doch. Bisschen Schwund, aber prinzipiell. Gibt die irgendeinen Buff? Nee, ne? Da unten tut sich nichts. Ah, die ist bestimmt einfach nur irrsinnig nahrhaft. Also pass auf, wir legen dann den Rest mal hin, schlafen jetzt dann doch nochmal vielleicht ein bisschen. So viel zum Thema, wir gehen gleich früh los, wenn wir am anderen Tag dann und so, ne? Also, das legen wir hin. Das legen wir hin. Für später. Wir legen uns hin. Wir schauen nochmal, ob wir Evolution was haben. Ich finde das nicht gut. Und dann proben wir mal. Wenigstens ein bisschen. So bis 7 oder 8. So, das muss reichen. Ja, ist auch super. Unsere Energie ist mal mega voll. Wir strotzen nur so vor Energie. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns unseren Spitzenstock. Wenn ich jetzt noch irgendwie wüsste, wo ich den hingelegt habe. Da. So, gut, dass mein Gedächtnis, ne? Und so... Ja, ich habe mal kurz gerufen, ich weiß auch nicht, warum. So, ciao. Passt gut auf die Kleinen auf, ja, dass die keinen Mist machen. Da liegt noch eine Kokosnuss, falls ihr Hunger habt. Ich bin dann erstmal... Moment, wir werden jetzt klettern. Und ich kenne meine Kletterkünste, so ein bisschen Schutz gegen Einbruch. Wenn sie mir nicht alles weggefressen hätten. Das ist ein Clan, sage ich euch. Aber wir haben die härtesten Knochen dieser Zeit. Ja, an die Stelle wollte ich dich ganz genau nicht haben, aber...
Das wird schon. So, dann gehen wir da mal. Ich hab A gedrückt. Da waren doch Äste. Ach, leck. Mann. Boah, dieses Klettern. Nee. Vielleicht klappt das auch nicht so gut, wenn du irgendwas in der Hand hast, ne? Wäre ja fast logisch. Ah, nun ist nur verstaucht. Gut. Haben wir noch ein bisschen was? So könnte ja sein, dass ich noch brauche. Der kleine Dom. Eins noch. So, und wir versuchen jetzt hier nochmal zu trinken. Und dann. Also, Moment. Müssen wir erst wieder ablegen, bevor wir trinken können. Hier war irgendwo diese Mamba. Ne? Motorik hat sich weiter verbessert. Na super. Wir machen dann die andere Hand. Wir lassen das kurz fallen. Dann trink mal. Oh, was ist das? Ach, einfach ein normaler Stein. Okay. Ja, kannst du wieder fallen lassen. Ist gut, hast du schön gemacht. Ich will aber doch einfach nur trinken. Das Grüne füllt sich jetzt nicht mehr auf. Hallo? Bleib wach! Was ist los mit dir? Okay. Hab doch geschlafen, komm, 3 Stündchen reichen aus. Wenn ich hier streame und Videos schneide, dann habe ich auch nicht mehr. Und ich mache aber auch keine Evolution mehr durch, ne? Das ist anstrengend. Evolution durch Leben ist richtig anstrengend. Also, eine Überlegung ist natürlich, dass wir vielleicht versuchen sollten, mehr so, ja, zu klettern, ne? In der Hoffnung, dass oben weniger Schlangen sind. Pass mal auf, das machen wir jetzt auch. Wir gehen hoch. Das Ding ist nur, dass die Bäume hier gerade so ziemlich weit auseinander sind. Schwingen, schwingen. Es hat auch noch 2 Babys und einen Stock in der Hand. Und muss hier noch klettern. Ich mache halt aber auch echt miese Sachen. Muss ich ja zugeben. Und dann wäre es jetzt natürlich gut. Uah! Ich wollte doch eigentlich gerade Pause machen. Na ja, toll. So. Jetzt habe ich nur ein Problem. Da hinten ist diese unbekannte Stelle. So, hier haben wir noch einige Sachen identifiziert. Da aber nicht. Wir prägen uns das mal ein, das scheint mir näher. Wir müssen echt viel wachsamer sein, ne? Hören. Probieren wir es mal wieder mit Hören. Nix. Mit Riechen? Okay. Also keine Gefahr, die wir momentan wahrnehmen können. Mal schauen. Aber da unten sieht es sumpfig aus. Bei Sumpf denke ich an Schlange und an Krokodil. Ja, schon wieder hier unseren Galoppel. Wird der Tag kommen? Das ist noch weit weg, ne? Aha. Nah genug. Dachte ich mir doch, ein neues Gebiet.
Der große Sumpf. Oh, Scheiße. Ehrliche Antwort, ich glaube, ich sollte hier nicht sein. Raubkatze. Ich sollte hier auf keinen Fall sein. Ich sollte hier weg. Aber und. Geburt des Kartografen, aha. Ja, ich sollte hier ganz dringend weg. Mach die Augen auf! Ich glaube, der ist echt... Ich glaube, der ist echt einfach nur sackmüde, ne? Scheiße. War das gerade... Ah, toll. In die Richtung wollte ich. Eher so Richtung Felswand. Ich habe ja so eine leise Hoffnung, dass der Dijon jetzt weg ist. Sieht so aus, als hätte ich den wohl genug irritiert. Eieiei. Ist das hier? Versteckt, ne? Eieieiei. Bin ja minimal erschreckt jetzt. Boah, der ist müde. Ist ja gut. 3 Stunden Schlaf reichen nicht. Ich hab's gelernt. Ich Depp trage auch noch 2 Babys mit mir rum. Also in die Richtung ist Dschungel. Ich würde dann eher sagen, wir versuchen die nächste Erkundung in Richtung Dings. Dieser Bögen. Diese drei. Hießen die 3 Schwestern? Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Diese 3 Bögen da jedenfalls. Die haben wir ja auch schon entdeckt und ich denke mal, dann ist das wahrscheinlich die bessere Richtung. Kommt da hin. Mit dem Klettern, man gewöhnt sich dran. Aber so richtig gut geht es noch nicht von der Hand. Fixen fertig. Er kann sich kaum noch auf den Beinen halten hier. Komm, komm. Wir sind da. Du darfst jetzt schlafen. Und was essen, wenn die dir noch was übrig gelassen haben. Die Säcke. Jetzt einen spitzen Stock wieder weglegen. Wir legen den hier an den Stein, dann vergesse ich ihn dann garantiert. Ah, vielleicht können wir auch mit dem spitzen Stock... Wir hatten doch so eine Fischstelle. Das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Ja, ist ja gut. Lass gleich schlafen. Wir hatten doch so eine Stelle zum Fischen. Da sollten wir mal gucken, ob wir mit dem Spitzenstock eventuell was machen können. So, können wir uns weiterentwickeln. Nochmal. Hier sind wir noch nichts. Warum?
Ich bleib dumm. Meine menschliche Spezies muss ohne Riechen und Hören auskommen. Ah, im Wasser schneller, das ist gut. Jawohl. Dankeschön. Fantastisch. So, hier haben wir leider sonst auch überhaupt nichts freigeschalten. Ja, das war jetzt nicht so... Tja, warum? Ich hab doch jetzt gehört und gerochen, ich hab da alles gemacht. Scheiß da. Brauch kein Schwein. Geruchssinn, hörst du, ist ja alles. Ach. Hinlegen, schlafen. Bis zur nächsten Folge, ciao. Mann.